Hi. So, heute ging es über den Devil's Staircase nach Kinloch Leven. Ja, der Weg war anfangs sehr hart, weil es sehr steil bergauf ging. Aber es war eigentlich okay. Es war zwar ein bisschen anstrengend anfangs. Der Abstieg war viel schwieriger, weil da ging es eine steile Schotterpiste richtig steil bergab. Das war viel heftiger, gerade für die Knie. Ja, aber dann doch gut angekommen. Die ersten 5 Kilometer bin ich mit einem Engländer gegangen, Colin aus Yorkshire. Der war sehr nett, wir haben uns nett unterhalten. Und danach hat er eine Pause gemacht, ich bin weitergezogen. Und da habe ich schon gemerkt, also wenn man zu zweit läuft, man vergisst so ein bisschen seine Schmerzen, man kommt besser voran. Ja, man wird so ein bisschen mitgezogen, ne? Ja, dann hat er mich wieder eingeholt nach 4 Kilometern, aber dann ist er vormarschiert, weil ich dann doch langsamer geworden bin. Und auf den letzten Kilometern habe ich wieder da wahnsinnig Probleme mit meinen Achillessehnen gehabt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Irgendwas stimmt da mit den Schuhen nicht. Anscheinend. Ja, das war heftig, ja. Dafür habe ich einen wundervollen Abend verbracht. Erstmal hier wieder ein Zimmer bekommen in Kinloch Leven. Recht teuer, 55 Pfund, aber das ist mir jetzt mittlerweile auch egal. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Ja, dafür eine schöne Bar. Und da habe ich mich da hingesetzt, wollte was essen. Dann kam Colin rein, hat sich zu mir gesetzt, haben wir gemeinsam gegessen, was getrunken. Ein bisschen komisch war der. Da habe ich schon am Anfang gedacht, so, was will der? Ja, er fragt mich jetzt zum Schluss, hat er irgendwas von seiner Frau erzählt? Ich habe es nicht richtig verstanden. Und dann sagt er, okay, then I'll see you in a while. Und ich denke so, no, no, I must go to bed. Ja, jetzt bin ich dann auch. Also wollte er mich noch mit aufs Zimmer nehmen. Ich denke so, nee, nee, lass das mal, ist nämlich kein netter. Also es ist ein netter, aber ist halt schon was älter. Alles grau und grau. Ja. Dafür hingegen habe ich wieder meinen Lieblingsengländer getroffen. Da die Viere, Belle, Pauline, Malcolm und Philipp. Ja, die sind wirklich zum Schreien. Philipp hat mir dann nochmal angeboten, morgen sein Gepäck zu tragen. Ich sage, ja, okay, dann machen wir das. So, jetzt haben wir abgemacht per Handschlag, dass er morgen meine 15 Kilo nach Fort William trägt und ich seine 3 Kilo. Das war ja mal ein Hammer-Deal. Seine Frau meint die ganze Zeit, er joked. Aber ich glaube, er meint es ernst, aber ich glaube, seine Frau ist davon nicht so begeistert. Naja, wir werden sehen. So, wir haben uns morgen für 8:30 verabredet, dass wir die Gepäckübergabe machen. Und dann nach Fort William dackeln und dann am Ende des Tages noch ein paar Drinks zu uns nehmen werden. Naja, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, das ist ein nettes Grüppchen, mit denen unterhalte ich mich gerne. Die sind echt witzig. Naja, schauen wir mal. Morgen ist die letzte Etappe. Irgendwie schade. Irgendwie bin ich froh, weil dann meine Füße sich besser entspannen können. Aber irgendwie ist es auch wirklich schade, wenn man die Leute nicht mehr trifft, die man auf dem Weg getroffen hat, die ganze Zeit, auch die zwei Kalifornier. Naja, dann geht es morgen dem Ende zu. Morgen wird nochmal richtig heftig werden, 24 Kilometer. Ich hoffe, der Weg wird nicht ganz so hart sein. Ich habe ja gedacht, das Wetter wird besser. Philipp sagt, das Wetter wird schlechter werden als heute. Heute war es schon nicht besonders gut. Naja, wir werden sehen. Morgen hört er dann mehr, wie es mir gegangen ist und ob ich wirklich mein Gepäck gegen 3 Kilo tauschen konnte. Naja, wir schauen mal. Bis morgen dann. Gute Nacht.